Hallo, heute befassen wir uns mit der Industriemeisterbasisqualifikation aus dem Fachgebiet NTG aus dem Frühjahr 2011 und rechnen wollen wir die Aufgabe Nummer 4. Bei der Aufgabe Nummer 4 soll ein Kugellager aus Stahl auf eine Welle aufgeschoben werden, die für den Bohrungsdurchmesser eigentlich zu klein ist. Auch hier machen wir uns kurz eine Skizze und versuchen mal den Zusammenhang uns bildlich darzustellen. Wir haben irgendwo eine Vollwelle. Diese Vollwelle hat einen bestimmten Durchmesser. Und auf diese Welle soll ein Kugellager aufgeschoben werden, welches einen Durchmesser hat, einen Innendurchmesser, der kleiner ist als der Wellendurchmesser. Wir sehen, dass hier die gleiche Höhe vorliegt. Und dass wir hier ein Übermaß vorzuliegen haben. Und dieses Übermaß, das beträgt Delta L gleich 0,021 mm. Der Innendurchmesser